Sie sind hier, 29. Juli 2018, 8:06 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Bastian Schweinsteiger musste mit Chicago Fire eine empfindliche Niederlage einstecken. Urheberrecht Getty Images. Die Niederlagenserie von Bastian Schweinsteigers Chicago Fire findet ihren vorläufigen Höhepunkt in Kanada. Bayerns zukünftiger Neuzugang glänzt derweil. Bastian Schweinsteiger steckt mit Chicago Fire in der MLS weiter in einer schweren Krise. Das Team um den früheren Münchner ging beim FC Toronto mit 0:3, 0:0 unter und kassierte die 5. aufeinanderfolgende Pleite in der Major League Soccer. Im Osten liegt Chicago bereits 5 Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz. Die Tabelle der MLS. Schweinsteiger spielte 90 Minuten durch, für die kanadischen Gastgeber trafen vor 29.190 Fans Josie Altidore, 52., Jonathan Osorio, 72. und Sebastian Giovinco, 89. Chicago hatte zuletzt bereits das Heimspiel gegen Toronto verloren, 1:2, Bayern Neuzugang glänzt für Vancouver. Derweil zeigte Alfonso Davies im Trikot der Vancouver Whitecaps, warum ihn der deutsche Rekordmeister Bayern München vor wenigen Tagen unter Vertrag genommen hat. Dem erst 17-jährigen Kanadier gelangen beim 4:2-Sieg über Minnesota United 2 Tore und 2 Vorlagen. Davies wechselt am 1. Januar 2019 nach München, das Top-Talent hat bis 2023 unterschrieben. Der frühere englische Nationalstürmer Wayne Rooney brach sich im Spiel seines Clubs DC United gegen die Colorado Rapids 2:1 die Nase und musste mit 5 Stichen genäht werden.